Am Wochenende war es soweit. Der Wahlkampf hat so richtig begonnen und geht Ihnen das auch so? Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Aber wir müssen uns jetzt darauf einstellen. Von nun an werden wir wieder jeden Tag mit Wahlkampfsprachmüll zugeballert. Wie von Martin Schulz, der immer wieder Applaus bekommt für diesen einen Satz. Ich trete mit dem Anspruch an, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden. Bravo! Ich meine, der Mann ist Kanzlerkandidat. Was soll der sonst werden wollen? Lokführer? Warum gibt es da Applaus? Wenn ein Kanzlerkandidat sagt, dass er Kanzler werden will. Man könnte sogar sagen, es ist sein Job. Streng genommen ist es sein Job, als Kanzlerkandidat Kanzler werden zu wollen. Wenn bei mir der Klempner vor der Tür steht und sagt, ich will den Siphon ausbauen, dann kriegt er von mir auch nicht Standing Ovations. Bei der CDU sieht es nicht viel besser aus. Der fällt, glaube ich, überhaupt nichts mehr ein. Ich meine, wofür steht Angela Merkel gerade genau? Wer Angela Merkel kennt, weiß, dass sie erst mal da steht, wo Angela Merkel steht. Das ist ja super. Angela Merkel steht da, wo Angela Merkel steht und ihr Generalsekretär Peter Tauber steht daneben. Und ihm fällt natürlich auch nichts mehr ein, ihm fällt noch weniger ein. Und deswegen wendet sich der gute Mann direkt an die Bevölkerung. Wir brauchen Ihre Idee für die Zukunft Deutschlands. Teilen Sie Ihre Idee für Deutschland mit uns. Bitte teilen Sie sie, Ihre Idee für Deutschland, denn wir haben keine. Also wenn Sie eine übrig haben, oder auch zwei, wir nehmen alles, Hauptsache Idee. Ja, bitte geben Sie Ihre Idee in den roten Ideensack für alte Ideen. Wir können alles gebrauchen. Ich finde es armselig. Es wird eigentlich nur noch getoppt von Armin Laschet, dem Spitzenkandidaten der CDU in Nordrhein-Westfalen. Und der ist gerade mit diesem Wahlkampfmotto auf Tour. Zuhören, entscheiden, handeln. Das geht direkt ins Herz, oder? Zuhören, entscheiden, handeln. Da ist ja wirklich alles drin. Und weil dieses Spitzenmotto so dermaßen gut ist, tourte Armin Laschet schon vor einiger Zeit damit durch den Wahlkampf. Zuhören können, entscheiden, handeln. Genau gesagt 1993. 24 Jahre zuhören, entscheiden, handeln. Es sagt gar nichts aus. Keiner hat eine Idee. Am Ende musste natürlich Angela Merkel die Karre wieder mal aus dem Dreck ziehen. Und da hat sie einfach mal soeben das neue CDU-Motto aus dem Ärmel geschüttelt. Innovation und Gerechtigkeit muss es heißen. Zukunft sich aneignen, in die Zukunft schauen, nicht Arbeitslosigkeit besser ausgestalten, sondern Menschen in Arbeit bringen und in Arbeit halten, dort qualifizieren. Das ist unser Motto. Das ist euer Motto? Das nenne ich knackig. Die Plakate werden auch schon gedruckt. Innovation und Gerechtigkeit, Zukunft sich aneignen, in die Zukunft schauen, nicht Arbeitslosigkeit besser ausgestalten, sondern Menschen in Arbeit bringen und in Arbeit halten, dort qualifizieren. Das ist unser Motto. Spricht mich sofort an. Sie auch?